Heute geht's mal wieder um einen Langzeittest. Über lange Zeit habe ich jetzt den Tread 24S von der Firma Autovox nun im Einsatz gehabt und noch immer ist er bei Autovox ein Verkaufsschlager. Mittlerweile gibt's ihn sogar in einer anderen, in einer ZIP-Version. Aber wie schlägt er sich wirklich über die Zeit? Der Tread 24S wird von der Firma Autovox als ein Rucksack verkauft, der optimal für das Klettern geeignet ist, auch sehr gut fürs Bergsteigen und sogar angeblich für Skitouren und Hochtouren bedingt geeignet sein soll. Autovox meint also, das ist ein richtiger Allrounder. Dabei ist er eigentlich als Ultralight-Rucksack in den Verkauf gestartet. Es ging Autovox darum, einen so stark abgespeckten Rucksack zu entwickeln, dass der Rucksack selbst auch durch die sehr gute Form beim Klettern und Bergsteigen einfach nicht auffällt. Eine sehr vornehme Idee eigentlich. Doch für einen ultraleichten Rucksack ist der Preis von 130 Euro auch ziemlich heftig. Schließlich kommt das Ultraleicht im Namen ja vor allem durch den Verzicht von Material und Technologien. Welche Funktionen und Materialien für diesen Rucksack jetzt aber eingespart wurden und was sonst noch so Wichtiges über die Zeit zu sagen ist, das klären wir jetzt am Techniktisch. Schauen wir uns nochmal kurz die ganz schnell im Schnelldurchlauf alles an, was er können soll. Er soll ein unfassbar robustes Obermaterial haben. Er hatte hier diese tolle Idee, da komme ich übrigens dann gleich nochmal zu einem Problem, dass er hier einen Frontload hat und gleichzeitig den Topload, dass er einen Deckel hat, der quasi ins Hauptfach integriert ist und somit nicht extra dranhängt, weil das ja immer so ein bisschen behäbig und schwer wirken kann. Und dadurch ist er relativ kompakt und klein. Dafür, dass er 24 Liter hat, ist er wirklich klein und vor allen Dingen er ist schmal. In der S-Größe ist er dann auch nochmal ein bisschen kürzer, aber auch von der Idee her, schmal und klein im Packmaß, das kann er auch in den normalen Rückenlängen. Das S steht bei Autovox ja nur für die Rückenlänge. Grundsätzlich hat er nichts an Belüftung oder sonst was, was man sich jetzt hier erwarten könnte. Also die Rückenplatte ist eine ganz normale Standard-Rückenplatte. Also das ist jetzt nicht so eine super Technologie, die er gerne Autovox an dieser Stelle verkaufen würde. Schulterpolster quasi nicht vorhanden. Es ist halt alles auf Ultralight und abgespeckt, wie ich schon gesagt habe. Autovox wollte hier einen Ultralight-Rucksack schaffen und das haben sie auch geschafft. Er hat gerade mal 800 Gramm und man könnte ihn sogar modular sozusagen so weit vereinfachen, dass er nur noch auf etwas über 600 Gramm kommt, nämlich indem man die Rückenplatte entfernt. Das kann man ja bei den meisten Autovox-Rucksäcken, ob das jetzt sinnvoll oder sinnlos ist, das muss jeder für sich selber wissen, aber theoretisch könnte man hier nochmal 200 Gramm sparen. Das Spannende für mich war, wenn ich einen Kletterrucksack habe, der möglichst leicht und abgespeckt ist und so klein, dass er mich beim Klettern nicht stört, dann muss er den Anforderungen des Kletterns natürlich vollumfänglich entsprechen. Er hat diese spannende Ausstattung mit diesen Schlaufen. Die ist ja grundsätzlich sehr löblich, sehr gut gemacht. Man könnte hier zum Beispiel, hat man sogar nochmal eine Verstärkung, falls man einen Pickel durchhängen möchte. Also es wurde dann wirklich viel gedacht. Jetzt will ich den Pickel natürlich irgendwo mit dem Schaft befestigen, klemme ich den hier einmal so um und dann ist er auch befestigt, kann ich dann auch nochmal ein bisschen fester ziehen. Das wirkt alles so, als hätte da jemand nachgedacht. Naja, für mich ist es so, grundsätzlich ist es nicht störend, wie dieses System mit diesen vier Häkchen hier aufgebaut wurde, es erscheint mir aber nicht zu 100% logisch. Denn tatsächlich ist es so, dass man ja das als Materialschlaufen verwenden sollte. Also zum Beispiel, dass man Stöcke durchhängt oder eben den Pickel. Dafür eignet sich das sehr gut, denn ich kann hier mit der Stockspitze durch und dann am Schneeteller oder am kleinen Sommerteller bleibt das Ding dann hängen und da oben hänge ich ihn nochmal rein, für jeden Stock einmal gemacht, perfekt, Fall erledigt und es wirkt immer noch so sehr anliegend. Aber beim Klettern brauche ich Materialschlaufen, vor allen Dingen für Material, das ich jetzt nicht unbedingt am Gurt haben will. Das ist so ein typisches Material für, naja, vielleicht brauche ich es, aber wahrscheinlich nicht. Hängt zuhauf hier im Hintergrund. Das kann ich, da weiß ich dann nicht, was ich mit den Dingern hier anfangen soll. Da könnte ich mir dann am ehesten noch vorstellen, diese Teile hier zu nehmen. Die werden aber wieder ad absurdum geführt, dadurch, dass ich ja quasi den Rucksack, wenn er dann leer ist, wenn ich kletter, so weit unten zumache, dass hier die meisten Materialschlaufen weg sind. Also irgendwie wurde das nicht zu Ende gedacht, wenn das denn überhaupt so gedacht war. Aber Materialschlaufen sind das meiner Meinung nach nicht, weil wenn ich hier irgendwas einhänge, dann hätte ich trotzdem immer die ganze Zeit die Angst, dass das aufgeht und dann fällt ja alles runter. Und das ist gerade bei wichtigen Dingen eher blöd. Und auch unwichtige Dinge will ich ja eigentlich
nicht verlieren. Also das hat sich Ottovox irgendwie auf der einen Seite gut überlegt, weil man gesagt hat, Allrounder, Ultralight, aber fürs Klettern ist das halt einfach nichts. Also da gibt es Rucksäcke für, Achtung, Decathlon, 20 Euro, hier Simon. Die haben das hier einfach intelligenter gelöst, die haben größere Laschen, viel mehr Laschen bis nach unten durch verbaut und dann haben sie sich halt den, das hier gespart, weil why? Also fürs Klettern ist es nichts. Anders ist es bei den Schulterpolstern. Hier hat man tatsächlich darüber nachgedacht, wie können wir Schulterpolster so optimieren, dass sie möglichst dünn sind und trotzdem die Last gut verteilen. Das haben sie sehr gut gemacht, weil das haben sie auch beim Peaklight 32 beispielsweise, aber auch bei den normalen Peak-Modellen und auch bei den Access-Modellen. Nein, nicht Access. Wie heißen die? Weiß nicht. Für Skitouren. Da haben sie es ja auch gut gelöst. Also die haben das drauf, dass sie eine sehr, sehr dünne Polsterung mit großem Komfort, vor allen Dingen was die Lastverteilung betrifft, irgendwie umsetzen. Das schaffen sie ganz gut. Sie haben hier auch nochmal wieder auf die Feinheiten geachtet. Also es gibt wieder eine Schlaufe für den Trinkschlauch, dass der dann nicht nervt. Kurzer Spoiler, er nervt trotzdem, denn das Ding ist viel zu weit oben. Das hätte hier unten hingehört und nicht da oben. Das hätte überhaupt nichts gemacht, wenn man das hier hingemacht hätte. Das wäre vollkommen egal gewesen, hätte funktioniert. Ich weiß auch nicht. Das sind halt so Kleinigkeiten. Brust- und Hüftgurt, da können wir auch nochmal kurz drüber reden, bevor wir dann zu den größeren Kritikpunkten kommen. Funktioniert gut, man kann ihn nicht abnehmen beim Klettergurt, also beim Kletterrucksack. Also Ottovox, dann gebt doch nicht an, dass das bei euch auf der Website heißt 5 von 5 fürs Klettern. Also gehe ich davon aus, dass das der beste Kletterrucksack auf der Welt ist. Warum kann ich das nicht abnehmen? Ich weiß, die Füchse von Ottovox sagen jetzt, ja, man kann sie aber. Verstauen. Schau mal, kann man ja verstauen. Ja, aber warum kann ich sie nicht abnehmen? Das hätte ja niemanden umgebracht, hier einen Clip zu machen oder in einem Klett. Haben sie ja beim Peaklight auch geschafft. Also, das hätte ja wirklich niemanden. Naja. Egal, also das ist das, was ich meine. Top-Rucksack, aber irgendwie alles nicht zu Ende gedacht. Genauso bei der Rückenbelüftung. Was hätte denn dagegen gesprochen, wenn man dieses Swiss-Wool-System vom Peaklight oder von den Peak-Modellen hier auch so genauso mitverwendet, unten auch nochmal mit der Verstärkung und so weiter. Hätte ja nichts dagegen gesprochen. Ich meine, er kostet ja eh schon 130 Euro. Wie viel hätte das jetzt mehr gekostet in der Produktion, wenn man hier dieses Swiss-Wool-System für der Feuchtigkeitsregulierung eingefügt hätte, verarbeitet hätte, vielleicht in der Produktion 3 Euro, 4 Euro mehr geschätzt und dann hättet ihr ihn für locker 20 Euro mehr verkauft? Keine Ahnung, das hätte ja nicht wehgetan, das hätte ja auch nichts gewogen, also naja. Deckelfach ist groß und geräumig, das finde ich gut, gerade weil es ein Kletterrucksack ist. Wir kommen hier gleich nochmal zu der Deckelgeschichte zu sprechen, denn wie ich es ja vorher schon erwähnt habe, es gibt ja jetzt noch so ein zweites Modell, das der Nachfolger von dem hier sein soll. Den Tread 24S kriegt man übrigens vereinzelt in manchen Geschäften immer noch im Abverkauf, falls ihr den haben wollt. Aber der Nachfolger, da komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Das Deckelfach ist sehr groß und geräumig, das finde ich gut fürs Klettern, aber es ist eben auch ein bisschen, auch hier wieder, nicht zu Ende gedacht. Wenn der Rucksack sehr voll ist, dann kriegt man mit einer Hand das Fach nicht auf, weil es ein Rundfach ist. Rundfächer sind ja was Schönes, weil dann muss ich nicht reingreifen und dann ums Eck, wenn das Fach sehr voll ist. Das versteht, glaube ich, auch jeder. Wir haben hier kein Rundfach, sodass ich quasi auch hier an den Ecken entlang greifen kann. Das ist eine gute Idee. Aber, naja, ich kann halt dann mit einer Hand, wenn ich ihn... Ich kriege das Fach halt nicht vernünftig auf. Und zu... Ja. Zu halt auch nicht. Und das ist halt nervig mit einer Hand. Denn was ich ja zum Beispiel ganz gerne mache, einfach mal nach hinten greifen, aufmachen, reingreifen, das rausholen, was ich haben will und wieder zumachen. Das kann ich nicht, weil so ist das echt mühsam. Und damit können wir uns jetzt nochmal etwas genauer mit dem Außenmaterial beschäftigen. Ich finde das insofern beeindruckend, denn es ist sehr dünn. Ich bin mir nicht sicher, woraus es genau besteht. Ottovox ist da jetzt auch nicht sehr auskunftsfreudig. Es ist extrem dünn, aber es ist extrem abriebfest. Und ich würde mir wünschen, dass Ottovox das öfter verbaut. Sie haben das im Nachfolger übrigens auch verbaut, im Ottovox Tread 24, die aktuelle Modellfarbe ist rot, ich bin mir auch nicht sicher. Da haben sie genau dasselbe Gewebe verbaut, wenn ihr einen robusten Rucksack sucht. Das ist ein Top
eine Top-Verarbeitung, eine Top-Oberfläche. Und daran solltet ihr euch auf jeden Fall orientieren, wenn ihr euch Rucksäcke fürs Klettern kauft, dass die richtig, richtig ordentlich abriebfest sind und nicht so ein Shit wie beim Peak Lite 32. Großartig gemacht, meiner Meinung nach, haben sie, wie auch beim Peak Lite 32, die Seilbefestigung. Sie haben es nicht so gut gemacht wie beim Peak Lite 32, aber sie haben es gut gemacht. Sie haben es entsprechend der Probleme, die sie gleichzeitig mit dem Rucksack, mit der Konstruktion selbst sich zugelegt haben, die haben sie auch gleichzeitig irgendwie wieder versucht zu lösen. Was meine ich? Wenn der Rucksack hier sehr voll ist, dann habe ich das Problem, dass der Deckel ja gleichzeitig Teil meines Hauptfachs ist. Das heißt, ich muss über mein eigenes Hauptfach so drüber und mache hier dann dementsprechend Falten. Aber dadurch fällt, wenn hier das Material etwas lose ist, weil hier zum Beispiel da ist weniger drin und weniger gestopft als da unten, dann habe ich gleichzeitig das Problem, dass das Deckelfach selbst wieder runtergedrückt wird. Jetzt würde man sagen, na, für den Regen ist es ja kein Problem, weil der Deckel liegt ja drüber. Das ist richtig. Übrigens, nicht wasserfest oder so, das Material. Absolut nicht. Das stimmt schon. Aber das Seil drückt es dann eben auch, wenn wir hier jetzt ein Seil durchverlegt haben, drückt es dann auch wieder runter. Und dadurch verschiebt sich der Schwerpunkt vom Seil in eine sehr unangenehme Position. Und ganz blöd ist es dann natürlich, wenn es über den Inhalt des Rucksacks drüber kippt, denn dann hat man natürlich auch wieder die Tiefe des Rucksacks, macht den Schwerpunkt wieder schlechter. Also wenn man ihn komplett vollfüllt, ist die Seilbefestigung schon ein ziemlicher Krampf, muss ich ehrlicherweise sagen. Trotz der Sache, dass sie hier wieder die seitlichen Befestigungen klug gemacht haben, so wie sie es beim Peak Lite 32 auch haben, so klug wie beim Peak Lite haben sie es dann leider doch nicht geschafft, denn sonst hätten sie innen irgendwo wieder extra Haken für die Seilbefestigung gemacht. Haben sie aber nicht gemacht. Sie haben jetzt hier nur die seitlichen. Das bedeutet, Seil muss hier komplett durchlaufen. Hier liegt es dann ganz frei. Das ist eben das Problem mit dem Schwerpunkt. Und dann hängt es hier wieder durch und wird dann hier wieder befestigt. Wie gesagt, ist der Rucksack zu 3/4 voll, ist es perfekt. Ist er komplett voll, schwierig. Ist er leer, auch sehr schwierig. Dann wirkt das alles irgendwie holprig, also holprig konstruiert. Grundsätzlich kann man aber diese Seitenlaschen für vieles verwenden. Also man kann zum Beispiel, das finde ich ganz gut, hier auch sagen, okay, ich nehme das Seil nicht doppelt bei der Seilpuppe, sondern einfach, wenn ich es zusammenlege. Dann führe ich es hier einmal offen durch, hier einmal mit den Schlaufen durch. Und dann habe ich wirklich eine sehr, sehr solide Konstruktion und komme immer noch über den Frontloader da rein. Großartiger Rucksack. Nächste Frage. Wieso haben sie das beim Nachfolger nicht so gemacht? Das ist jetzt eine echt ernst gemeinte Frage, auf die ich keine Antwort habe. Sie haben hier einen Rucksack gemacht, der in vielen Punkten extrem gut ist und ich sage jetzt immer so, kurz vorm Ziel einmal noch stolpert, aber er kommt ins Ziel. Aber der Nachfolger ist in vielen Punkten einfach... What? Er hat zum Beispiel keinen Frontloader. Das finde ich natürlich unfassbar ätzend, denn wenn ich was essen möchte, zum Beispiel im Zustieg, und ich habe hier mein Seil verlegt, dann muss ich immer das komplette Seil raus, damit ich hier irgendwo ins Hauptfach komme. Natürlich, die Profis sagen jetzt wieder, ja, du kannst ja ins Deckelfach und so, aber das ist, nein, ich finde das mühselig. Warum hat man das Frontfach, warum? Ich verstehe es nicht. Es gibt konstruktionsbedingt keinen Grund, das Frontfach wegzulassen. Warum hat man es entfernt? Es war so gut. Er war ja sowieso nie wasserdicht. Also das ist ja auch kein Argument. Also ich verstehe das einfach nicht. Man hätte das einfach so lassen können. Sowas ärgert mich einfach. Da machen sie einen Nachfolger und dann das. Und dann haben sie sich eben für eine Reißverschlusskonstruktion entschieden und nicht mehr für eine Deckelkonstruktion. Und ja, hier wird es jetzt wieder ganz, ganz subjektiv. Aber ich persönlich mag Deckel. Warum macht man nicht einfach Deckel und Zip? So, ein Modell so, ein Modell so. Was machen sie? Sie schmeißen den Deckel raus und nehmen Zip rein. Der Zip hat natürlich den Vorteil, dass ich ein sehr viel kompakteres System habe. Der Deckel hat aber den Vorteil, dass ich hier Sachen drunter verstauen kann. Es muss ja nicht unbedingt ein Seil sein. Es kann ja auch eine große Weste oder so sein. Und das hat hier einfach funktioniert. Beim neuen braucht es dann entweder so Seitenlaschen oder es braucht irgendeine andere Möglichkeit, das zu verstauen als Alternative. Warum? Das wäre nicht notwendig gewesen. Einfach einen Deckel dran machen. Ich verstehe schon, warum Leute den Deckel nicht gut finden. Leute wollen einen kompakten Rucksack. Der Rucksack sieht mit einem Reißverschlusssystem auch besser aus. Er sieht schöner aus. Keine Falten, nichts, was irgendwo überhängt oder so. Verstehe ich vollkommen. Aber es ist halt nicht mehr praktisch.
Das Deckelfach wurde beim neuen übrigens 1:1 übernommen, auch von der Größe her. Aber man hat den Deckel halt weggelassen. What? Why? Why? Ich verstehe das nicht. Das ist auch schon wieder so. Wieder nicht zu Ende gedacht. Wenn man die Rückenplatte rausnimmt, und das geht übrigens super einfach. Einfach Reißverschluss auf, Rückenplatte raus, Punkt, fertig. Top, gut gelöst, sehr gut gelöst. Dann wiegt er nur noch 600 Gramm, hat aber wirklich null Eigenstabilität. Null. Ich kann den so klein machen, wenn ich die Rückenplatte rausnehme. Das muss man sich gut überlegen, ob man diese 200 Gramm wirklich sparen muss. Denn dadurch, dass er keine Eigenstabilität hat, ist er dann halt mehr so wie ein Sack. So wie der Cliff von Simon, das ist ein Sack. Und das ist dann halt auch ein Sack. Ein 130-Euro-Sack. Fairerweise muss man aber sagen, dass die Schulterpolster bei dem hier doch dann doch mal deutlich komfortabler sind auf jeden Fall. Und dementsprechend ist es ein Pluspunkt für den hier. Ein Minuspunkt vom Cliff, aber immer noch nicht. 110 Euro. Es tut mir leid, 110 Euro ist viel Geld. Oder um es im anderen Kontrast zu setzen, ich könnte mir 6, mehr als 6 Simon Cliff kaufen für den. Ich weiß nicht, was ich mit 6 Simon Cliff tun würde, aber ich könnte sie mir halt kaufen. Ist übrigens dasselbe Außenmaterial. Ich will es nur gesagt haben. Kommen wir noch mal kurz zu einem Fazit. Die Idee von diesem Rucksack ist gut, dass man ihn so klein und kompakt und leicht macht. Und das hat wirklich gut funktioniert. Und er ist super abriebfest. Aber er ist nicht zu Ende gedacht, meiner Meinung nach. Die Materialschlaufen wurden nicht zu Ende gedacht. Dieses Schlaufensystem hier unten wurde nicht zu Ende gedacht. Ich meine, Entschuldigung, was soll das hier eigentlich? Da hätte man doch locker noch die Schlaufen weiterführen können. Hat doch der Cliff von Simon macht das doch auch. Echt? Wegen eurem Logo? Das ist sinnlos. Warum macht man hier nicht noch zusätzliche Schlaufen? Oder hier. Warum macht man 4 Materialschlaufen mit Kordel, also mit so einem flexiblen Zug? Da hätte eine Seite so gereicht, die andere vielleicht normale Schlaufen. Wieso macht man hier keine Innenbefestigung fürs Seil, dass das Seil wieder schön oben bleibt? Das hat beim Peak Light ja super funktioniert. Das meine ich ganz unironisch. Das hat richtig gut funktioniert. Wieso kriegt er einen integrierten Deckel? Das bringt nur die Probleme mit sich, wenn das Seil drauf liegt. Und wieso hat das neue Modell keinen Frontloader mehr? Das macht überhaupt keinen Sinn. Es ist also ein guter Rucksack. Ich bin ein großer Fan vom Tread 24S von der Firma Ottobox. Aber er kriegt halt auch nicht das hin, was er könnte. Ich verwende ihn ja trotzdem, er ist ja wirklich immer noch ein guter Rucksack. Er kriegt von mir, weiß ich nicht, 8 von 10 Punkten. Also eine Kaufempfehlung, aber der Nachfolger weiß ich schon ehrlich gesagt nicht mehr. Also gerade mit diesen neuen Einschränkungen und Veränderungen auch wieder kaputt repariert, könnte man sagen. Irgendwie schwierig. Und er hätte 10 von 10 haben können, wenn man auf das Ottobox-Logo verzichtet. Man hat es hier ja eh schon draufstehen. Wie oft will man denn das noch irgendwo zeigen? Mach doch hier die Materialschlaufen weiter runter. Weil wie gesagt, wenn der Rucksack leer ist, muss ich ihn zumindest hier zumachen. Und dann bleibt mir noch so 1,5 Materialschlaufen, weil die ist hier nochmal extra verstärkt wegen dem Pickel, ne, damit die nicht aufreißt. Ist ja alles wieder mitgedacht, aber es sind halt dann nur noch 2 Materialschlaufen. Ansonsten typisch Ottobox. Die Schnallen hier sind gut, die funktionieren super. Sie hätten hier noch Materialschlaufen dran machen können. Das hat übrigens der Cliff von Simon geschafft, die hier nicht, schade. Die Systeme hier funktionieren. Ich weiß auch nicht, warum das hier vernäht wurde. Ich verstehe es wirklich nicht. Man hätte das ja auch einfach locker lassen können. Also, versteht mich nicht falsch, bevor hier wieder Leute sagen, ich reg mich hier über sowas auf. Ich reg mich nicht auf, es passt ja, aber warum macht man das denn so? Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Der Ottobox Tread 24 hat sich über die Zeit lang wirklich gut bewährt. Die Rückenplatte hier außen, die Oberfläche sieht aus wie neu. Das ganze Oberflächenmaterial sieht aus wie neu. Und wenn ihr euch überlegt, wie oft ich diesen Rucksack irgendwo am Fels herumgescheuert habe und irgendwo drüber gefahren bin damit, ist es ehrlich gesagt persönlich beeindruckend, dass das Ding überhaupt noch lebt. Aber er macht's halt. Er macht's. Und das ist cool. Und deswegen muss ich sagen, Props. Denn das hat Ottobox dann doch verstanden, dass man solche Rucksäcke fürs Klettern auf jeden Fall robust konstruieren muss, weil sonst werden die Kunden definitiv
ja, angepisst sein. Und das haben sie geschafft, dass ich es nicht bin. Ich frage mich nur einfach, ob sie es nicht vielleicht etwas, naja, am Ende des Tages etwas klüger hätten machen können. Viele werden mir jetzt wieder in die Kommentare schreiben, du beschwerst dich ja über Kleinigkeiten und du hast ja keine Ahnung. Und ja, aber das sind halt die Dinge, die mich stören. Wenn ich das einmal im Jahr mache, wenn ich den einmal im Jahr verwende, dann wird es mich wahrscheinlich nicht stören. Wenn ich ihn jeden zweiten Tag um habe, dann, naja, dann nervt es mich halt doch. So ist es halt. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt einen Eindruck, was ein Ottobock Thread 24S nach so über einem Jahr noch so kann oder was ich von ihm halte. Wenn euch diese Art Videos gefallen, schreibt es gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Berghain.